willkommen hier an Bord. Begrüße ganz herzlich im Namen der Kapitäne Gastronomie zu unserer Brückenfahrt, das heißt unsere Tour. Mein Name ist Horst und erzähl ein bisschen was auf der Tour, also genießt die Zeit an Bord. Wir haben auch französische Gäste an Bord, deswegen teilen wir uns das Mikro hier. Ja. Bonjour, Madame, Monsieur. Das ist ein special guide for you. Only the French word, not more, sorry. Ja, Caprivi-Brücke vor uns. Das ist die erste Brücke, die wir unterqueren. Leo Graf von Caprivi über Reichskanzler 98 bis 92 Otto von Bismarck in dem Amt gefolgt. Also, question, English speaking guests an Bord. Hands up. Wonderful. So I speak English too, but I have to speak French. Alors, bienvenue tout le monde de mon groupe. Maintenant, on va faire. Oui. On monte la rivière principale de Berlin, la Spree. Oui, oui, je regarde déjà, mais les ponts sont pas dangereux, ils m'ont dit. Die Brücken sind nicht gefährlich heute. Et on va longer le centre-ville donc, de Berlin, d'abord ouest et après est. On va croiser franchir l'ancien frontière sur l'eau. D'abord, on commence ici au château. Quelqu'un vient me poser la question. C'est 18e siècle, le château de Charlottenburg. Et d'ailleurs, c'est très très joli à visiter à l'intérieur. Ist ja einfach das große Bordangsamt, da brauchen wir viele Mieternutzer, um das so ein bisschen mit Leben zu füllen, wo noch ein bisschen Zeit ins Land gehen. Ici nous avons des anciens usines ou des anciens centrales, comme par exemple à notre gauche, qui sont bien sûr protégées par la loi. Et on vient de longer aussi la grande tour dans la distance, plus visible maintenant, de la mairie de Charlottenburg, à savoir que tous ces quartiers de Berlin d'aujourd'hui étaient des villes à leur propre droite jusqu'à 1920. Et après, on a formé le Berlin grand comme on connaît aujourd'hui. Ja, die Fußgänger wirklich der Siebenstieg für die. À notre droite, c'est un grand parc technologique avec pas mal d'innovations technologiques, surtout tout ce qui est fer aux verrières. Links vor uns typische alte Lahr-Speicherwürde, die mit der Nationalisierung vielfach am Ufer der Spree gebaut wurden. Das allererste ist der alte Hansa-Speicher, der gehörte mal zur Lebensmittelkette Knorr, nur Suppen, Soßen, was da alle herkommt. Die kennt jeder viel ein Kern, Büro, Wohnhaus in Deutschland. Nicht zu übersehen, die Firma mit dem Ampelmännchen ist hier angezogen. Allererste Ampelmännchen weltweit gab es hier. Die Feu Pieton de l'Allemagne de l'Est. Je sais pas si hier je vous en ai parlé, qu'on a deux hommes de feu piétons différents, capitalistes et communistes partout dans la ville. Les communistes portent chapeau, les capitalistes ne portent pas de chapeau. Les fabriques. Ah, die haben vielleicht eine Lust, wieder anschließend an Schreibtisch und Büro zurückzukehren. Na, die Gefahr ist natürlich gegeben. Also wie heute, Freitag, ist ja nicht ganz so schlimm. Na, man sagt ja mal Freitag. Ja, vor uns auf der linken Seite bis zur nächsten Brücke auch ein Mix aus Neudal. Der erste Teil ist so bugförmig gestaltet, als wenn ein Schiff am Ufer der Spree liegt, wird das Ship and Shape genannt. Und das Gebäude hat man sogar für eine Szene der Neuverfilmung der Titanic genutzt. Soll, wenn Sie das nächste Mal den Film sehen, achten Sie mal drauf. Man muss halt viel Geduld haben, das ist ein sehr, sehr langer Film. Ne? Und Szenen für die allererste Titanic-Verfilmung hat auch in Berlin gedreht, auf Mögelsee. Ne? Wo ist Berliner See? Film Titanic. Ja, nach der Brücke haben wir links mit den beiden kleinen Türmen die Erlöserkirche von 1911. Auch hier hat man den Krieg steht langwierig bis 1957 beseitigt. Berlin ist nach dem Krieg, lagen über 70% aller Gebäude in Schutt und Asche. Haben die Trümmerfrauen nach dem Krieg hier sehr viel Arbeit geleistet beim Wiederaufbau einer Tür und in anderen Städten Orten Deutschlands. Il y a une de ces très nombreuses églises devant nous, à votre gauche. Bien sûr, vous voyez ici le mélange typique pour Berlin, puisque Berlin a été détruite plus que la moitié pendant la Deuxième Guerre mondiale.
et après reconstruit. En Allemagne, il y a un terme spécifique pour que, à l'époque, bien sûr, les hommes étaient morts ou encore pas encore arrivés, donc c'était surtout les femmes qui ont fait la rénovation et d'abord débarrassé les ruines. On appelle ça les femmes de dégâts, en effet, Trümmerfrau. Ja, wir kommen hier vorne rechts auch an so einem alten Industriekomplex vorbei. Das heißt hier alles Gehbauhöfe, weil hier unter anderem eine chemische Wäschereifärberei namens Gehbau ansässig war. Aus dort hier vorne erstmal rechts ist, wenn dann was anders ist. Aber wenn es dann Nachmittag ist, dann wir auch hier den Master. Plusieurs entreprises à notre droite du golf, des cafés et aussi une sorte de plage cocktail Caraïbe. Der richtige Sommertour, also Joe, erst gegen Mitternacht los. Ja, vor uns auf der rechten Seite ist auch ein neues Stadtquartier mit stehenden Dach. Meist der Fall, wenn die auch vorhin aufgezogen haben. Et bien sûr, c'est pas seulement industriel et aussi usine, entreprise, mais aussi à notre droite, quelques appartements privés, comme c'est très moderne qu'on vient de passer. On peut vraiment voir si les gens ont déjà fait les lits ou pas. Ja, vielleicht noch drei, vier Worte zur Spree, auf der wir lang schippern. Spree entspringt ja in etwa 6,5 Meter über Normalnull in drei Quellen im Oberlausitzer Bergland. So ungefähr 70 Kilometer nordöstlich von Sachsens Hauptstadt Dresden. Dann fließt sie unter anderem durch den Spreewald. Der Hühner hat schon eine Kranfahrt damit gemacht. Da kommen wir kürzliche Sachen her, ne? Spreewälder Gruppen, ganz bekannt. Kommt die Spree in Ostberlins Köpenicker Ecke an, wo der Bügel sieht. Man schränkt sie dann rund 45 Kilometer so bogenförmig quer durch die Stadt westwärts und von hier aus, wo 11 Kilometer etwa hinter uns in Spanner für die Spree in die Havel, Havel, Elbe, Nordsee. Tout au long de Berlin. Et derrière nous, la Spree est déjà terminée, puisqu'elle joigne la rivière du Havel. Après, il y a un autre grand lac à l'ouest de la ville, Wannsee, côté Potsdam. Et tout à la fin, toute cette eau va terminer dans la mer du Nord, donc vers l'Elbe et vers Hambourg. Donc d'ici, on peut arriver jusqu'à la mer du Nord et joindre tous les océans. On bâtit avec des bâtiments à la Hambourg, détruits dans la guerre. Et après, dans les années 50, il y avait une grande exposition d'architecture à Berlin pour rebâtir la ville avec plein de noms très fameux d'architectes comme Oscar Niemeyer, l'architecte brésilien, aussi Courvoisier et d'autres noms. Donc si vous vous intéressez à l'architecture classique, moderne, ce sera le quartier à visiter à Berlin. Zu der Ecke gibt es noch eine Oberm zu erzählen, die steht in meiner kürzesten Allee Berlins. Die ist eine ausgerechnete Snelda-Allee. Ne? Ist wirklich nur 26 Meter lang. Eine kürzeste Straße Berlins, hat auch einen schönen Namen, ist die Eiergasse. Ne? Die ist immer zu Ostersteig besucht. Da ist man schnell rüberlaufen, wenn man mal durchs Nikolaiviertel schlendert. Die ist nämlich gerade mal 18 Meter lang. Et maintenant, donc, le vieux Berlin avec ses grandes maisons et les modernes aussi pour des appartements privés. Et à notre gauche, vous aurez une petite vue aussi sur le clocher de l'église la plus haute de Berlin, de 90 mètres. Interessiert, Focus Teleport, so heißt es, alles Investoren, geben wir wollen immer so nah. Den gebauten Turm hier links hat man integriert am Ufer, der gehörte mal zu Getreidemühlen. Die letzte hat man 1986 von hier aus umverlagert. Ja, dann haben wir ganz vorne das Avion Hotel nach dem sanierten Industriebau. Wenn wir in der Höhe sind, Sie schauen da rein, da kann man auch ältere Mauerwerksbauten sehen, die integriert wurden. Die gehört mal zur in Berlin berühmt gewordenen Meierei Bolle. Vraiment du vieux quartier de la Anse. Da
nach dem Hotel haben wir rechts in alles über Rahners hohes Bürogebäude. Das ist den gesamten rechten Teil 1995 Bundesinnenministerium zur Miete eingezogen. Also Minister de Maizière, seine Mitarbeiter haben dann noch hier sitzen. Ne? Die Aida hier, die Schnuckli, hat sich mal das schwedische Königshaus bauen lassen. 1938 irgendwie hat sie den Weg nach Berlin gefunden. Ne? Und die Apartments vorne links wurden auch in dem Zusammenhang gebaut. Am Ende der Häuserzelle oben herrlicher Dachgarten mit Pavillon ist eine Seniorenresidenz. Derrière nous, à gauche, ce petit bateau, c'était à l'origine fait pour la maison royale de la Suède. Et ces grands tours que vous voyez vers acier, ça c'est le ministère de l'Intérieur allemande. Mais pas pour trop longtemps, puisqu'ils construisent un nouveau bâtiment, puisque là, ils sont juste des locataires. Ja, wenn die älteren Damen und Herren hier von der Seniorenresidenz mal außer Haus wollen, dann können nicht mehr ganz so weit, dann können sie ganz so weit schon links über Spreewasser, Patio, ein bisschen schlimmer gehen. Ne? Und laufen wir über die Mauer Bieter Brücke, gibt es rechts am Ende der Häuserzahl einer stumpfen Ecke. Die construit quelque chose de très spécial, qui s'appelle Baumkuchen, Gâteau d'Arbre. Je ne sais pas si c'est connu en France ou pas. C'est un truc spécial fait sur un pôle tournant, je crois. Et ils sont aussi fameux pour leur gâteau de fromage. Bundespräsidenten in Berlin. Manche sagen, das wäre die neue Gauk-Behörde. Ne? Berlin haben für viele Sachen ihre eigenen Namen. Ich weiß natürlich nicht, ob die Fahne oben zu sehen ist. Müssen wir selber mal schauen. Also, wenn die Fahne zu sehen ist, mal ein Zeichen dafür, dass der Bundespräsident am Amt sowieso ist, aber auch im Land. Er muss nicht in Berlin sein. Kann auch in einer anderen Stadt Deutschlands sein. Fahne nicht zu sehen ist der Bundespräsident auf Staatsbesuch im Ausland oder nicht im Amt. Hat ja auch mal Urlaub. Ja, ich kann. Da hat da jemand zu mir gesagt, der wäre auf der Entlastungsstraße, sprich Toilette muss auch hin, hat er damit nichts zu tun. Ne? Dann ist er in der Villa Hammerschmidt in Bonn. Ist immer noch Amtssitz Bundespräsident, wird er ganz, ganz wenig genutzt. À notre droite, cet grand palais blanc, ça c'est le palais de Bellevue, le siège de notre président Joachim Gauck. Il est en Allemagne actuellement, puisque le drapeau est en haut. Le drapeau est toujours là quand il est sur le sol allemand. Le plus fameux visiteur d'État de tout le temps était un comédien allemand dans les années 90, quand la reine des Pays-Bas, Béatrix, était à Berlin. Il s'est déguisé en reine Béatrix et il a vraiment franchi le seuil, il a franchi la porte du palais. Après, ils se sont rendus. C'était quelqu'un d'autre et l'ont jeté dehors. Vous pouvez trouver ça dans l'internet, sur YouTube, même sans comprendre l'allemand. C'est vraiment c'est incroyable. Il a obtenu beaucoup de prix d'humour pour ça en Allemagne. Wir werden da in den Tiergarten, ne? Wahrscheinlich. Areal ist im 1700 Park ähnlich gestartet worden. Erst Mitte des 18. Jahrhunderts ist der Tiergarten öffentlicher Park für jedermann zugänglich geworden. Über die Hunderte mehrfach umgestaltet worden. Heute ist er zum Glück wieder wunderschön grün. Bei den Berlinern ihren Gästen recht beliebt. Berlin en 99, mais les hommes, femmes politiques et les grands officiels n'ont pas voulu de ces appartements-là, donc le projet a échoué et ça a dû être privatisé. Après coup, on a appris que quelques hommes politiques avaient des appartements là-bas, mais pas pour eux-mêmes, mais pour leurs copines. Et comme c'était des hommes mariés, c'était très pratique pour eux d'avoir la maîtresse à côté du travail dans le dans le centre du quartier gouvernemental. Ja, morgen wieder werden. Mit zum Ende gehörten Hubschrauber an den Startplatz. Ganz vorn die zwei Ebenenbrücke verbinden Kanzlerpark links mit dem Bundeskanzleramt auf der rechten Uferseite. Ne? Zwei Ebenen. Über die untere Ebene können bei Bedarf eben auch die Staatslimousinen fahren. Vous m'en demandez, maman va bien, je l'ai eu au téléphone aujourd'hui. Une voisine fait la gueule et mon père va être sans traitement de ses ongles qui ne peut plus aujourd'hui. Sinon, tout va bien à la maison. Da muss noch ein bisschen mehr Mikroelektronik rein. Na? Da wird das Bundesinnenministerium Beitrag im Rahmen der ersten Interbau 1957
Als Kongress seiner Begegnung erbaut worden, 1980 ist dort der hintere Teil der Sache eingestürzt, leider auch ein Journalist ums Leben gekommen. Nach hin und her hat man alles sehr aufwendig Postkarten gleich bis 87 wieder aufgebaut, das ist nur die schwanger Auster, wie die Berliner nur dazu sagen. Hier finden viele, viele kulturelle Veranstaltungen mit Künstlern aus der ganzen Welt statt. Den hier ändern, wir haben so die sehr schwer gefallen. Madame Merkel a un appartement ici, mais elle ne vit pas là-dedans. Même l'homme qui s'occupe des locations ne voulait pas vivre là-dedans. C'est pas très populaire pour appartement privé. Et dans quelques instants, vous allez aussi voir pourquoi on l'appelle la machine à laver. Ça se voit pas encore d'ici, mais dans quelques instants. Et ce pont-là, ici, c'est quelquefois aussi nommé d'après Madame Merkel, puisque ça mène jusque dans son parc. Devant nous se trouve aussi la grande gare centrale de Berlin, ouverte depuis 2006. La chancellerie est ouverte depuis 2001. Donc on est maintenant dans ce centre nouveau, bâti est, ouest et sur l'ancien No Man's Land, sur le terrain de mort. Dans quelques minutes, 2-3 minutes, on va franchir l'ancien frontière qui coupait la rivière en deux ici. Ja, die Moltkebrücke hier vor uns, die war letztens Riesen fast komplett zerstört worden. Die hat man bis 87 wieder wunderschön aufgebaut. Generalfeldmarschall von Moltke ist Mittelbogen porträtiert, aber ein großer preußischer Militärstratege. Der ist mit Reichsgründung 1871 Mitglied des Reichstags geworden. Ce pont ici est nommé d'après le grand général Moltke, qui était le général pendant la bataille de la Marne il y a 100 ans. Et cet pont était détruit mais reconstruit dans les années 80, ce qui me surprend un peu puisque maintenant, aujourd'hui, bien sûr, Moltke n'est plus cet héros qu'il était à l'époque. Ja, alle Kicker-Fans freuen sich. Na, geht los, die Fußball-WM. Wir hatten sie ja 2006 in Deutschland. Einige Spiele auch im Olympia. Umfeld des Bahnhofs wird gestaltet und integriert. Ne? Ja, und zur Fußball-WM 2006 im Sommer hat man hier den Campbell Beach eröffnet. Ne? So eine der geliebten Strandbars, Beachbars, in den letzten Jahren recht vielfältig am Ufer der Spree entstanden. Einige mussten wieder schließen, andere wieder aufgemacht sind. Bei Wochenende würde der Renner hier mit sein. La gare que vous voyez de 2006, vous voyez la ligne Paris de Ferroviaire, donc la ligne nord-sud, c'est souterrain même sous la rivière. Et maintenant, on vient de franchir l'ancienne frontière qui venait de ce canal à notre gauche et couper la rivière en deux. Donc maintenant, nous sommes en Allemagne de l'Est et la frontière politique continuait à notre droite, juste la rive de la rivière. Et dans ce canal, le premier qui voulait s'évader, après le mur fut construit le 13 août 61, a été fusillé dans l'eau juste 11 jours après, le 24 août 61. Son nom était Günther Littfield. Frau Dr. Wanka mit ihrem Mitarbeiterstab. Ich hoffe nicht, dass jemand wieder auf die Idee kommt, an der Doktorarbeit rumzudoktern. Scheint ja bei manchen richtig Hobby geworden zu sein. Aber hier ist nicht ganz einfach. Sie hat ihren Doktor nämlich Mathematik gemacht. Und uns ja jetzt den Parlamentsviertel, ne? Die neu geworden ist. Pour les comités du Parlement, ja, gauche, c'est la bibliothèque. La bibliothèque se trouve du Parlement, se trouve en Allemagne de l'Est. Et les autres ici, cette ligne fédérale en Allemagne de l'Ouest, donc ce pont et cette ligne fédérale dans l'architecture même symbolisent la réunification de l'Allemagne. Paul Löbhaus, Marie-Lise Bethüdershaus gehört alles zum Bundestag. Und dann haben wir den Reichstag, Geschichte des Gebäudes. Dazu gehört auch dieses Gebäude schon rechts mit den Säulen, das ist das ehemalige Reichstagspräsidentenpalais. Von 1907 heute sitzt der Parlamentarische Gesellschaftsvorzug für repräsentative Veranstaltungen genutzt. Voilà le Reichstag, le siège du Parlement allemand, le bâtiment vieux avec cette dôme terrassée. Et ça, c'est très symbolique aussi, puisque c'est le point le plus haut dans tout le quartier gouvernemental. Et là-dedans, c'est qui? C'est le peuple allemand et ses amis chaque jour en haut des choses.
et maintenant aussi le Bleachstuhl ist hier, ZDF hat seine Bleachstuhls im Zollernhof, ein Gebäude unter Lennheiß im Zollernhof. Ja, links und Eldrack Lingerbaum hat für einen Umspannwagen gebaut worden. 20 Jahre vorher und dann haben die seit 2000 noch einige Medien angesiedelt. Maintenant nous sommes arrivés au quartier des médias, de la presse. Derrière nous, à gauche, ce grand bâtiment orange, ça c'est la première chaîne de télévision d'État allemand, le ARD. Et vous voyez d'autres noms ici comme RTL, Reuters, etc. Et devant nous se trouve déjà la gare RER et métro de Friedrichstrasse, c'est ce bâtiment noirci et de vert aussi, qui était un point de passage, un point de contrôle au sein de Berlin-Est. Donc à l'époque, on prenait le RER à notre gauche, un peu gris, un peu préfabriqué de béton. Et nous allons même voir l'ancien maison pour les contrôles, l'ancien petit checkpoint derrière le pont à droite. Bâtiment des années 60, surtout avec du vert et aussi un peu bleuâtre. Der Gebäudekomplex hier rechts bis zu dem Flachbau wird auch durch die Bundesregierung genutzt, das ist das BPA, Bundespresse- und Informationsamt der Regierung, unterbracht. Vorne rechts der Bahnhof Friedrichstraße, gerade zur Mauerzeit weltbekannt geworden, war es der einzige Bahnhof in Ostberlin, von dem man mit dem Zug in den Westen fahren konnte, wie man so schön sagte, wenn man durfte, waren auch noch die Voraussetzungen vom Bahnhof nach links. Ja, oder umgekehrt, ne? Zimt und Zucker, Kaffee aus, da soll es hier links ganz, ganz leckere Waffen geben, habe ich mir sagen lassen. Wer so ein Leckermäulchen ist, ne, ist mal hier um die Bahnhof Friedrichstraße. Überhaupt gibt es hier in der Häuserzeile ein Restaurant nach dem anderen. Ganz bekannt mittlerweile auch in Deutschland, die ständige Vertretung links. Das recht schnell nach der Wiedervereinigung Rheinländer nach Berlin, die kommt, der versucht dort bis heute versucht er dort den Berliner Kölsches Bier zu verkaufen. Wie sagt der Berliner zu Kölsch? Ich glaube, dünne Bier aus dünnen Gläsern. Manche sagen auch, wir Bier aus Reagenzgläsern. Hier rechts der Tränenpalast, ne? Das war von 1964 bis zum Mauerfall der Ostberliner Checkpoint für Ausreisende von und nach West-Berlin. Dann eine Dauerstellung aufgemacht mit dem Titel Grenzerfahrung. Das recht ausführlich mit Bildern, Schriftstücken etc. Die Situation ist bei der Friedrichstraße zur Mauer da. Seiten darstellte für jeden Eintritt frei. Ja, über die sehr schön erhaltene Weidenauer Brücke vor uns für die Friedrichstraße, die Straße Goldenen 20, wie man in Berlin sagt. Und wir haben unsere Anlegestelle für die Straße hier erreicht. Mal sehen, ob jemand zusteigt oder jemand vor Bord geht, keine Ahnung. Also gestern hier vor Bord gehen, dann wünsche ich mir natürlich schöne, schöne Pfingsten. Et vous voyez le bâtiment dont je viens de parler derrière nous à droite. Aujourd'hui, c'est un musée. C'était aussi surnommé Palais de larmes, puisque tant de gens ont eu des crises de larmes, puisqu'il fallait dire au revoir à la famille, aux amis ou même aux amours. Weltruhm geführt, dort wurde schon 1928 rechts und Walz drei Groschen auf der Weltwelt aufgeführt. Da ist noch Theater am Schiffbordamm, da ist die längste Uferstraße. Ja, 30 Jahre alt geworden, die steht zu Ende mit der Linke an der Brücke, der ist mit seinen 2000 Plätzen wirklich das größte, eines der schönsten, berühmtesten Revue-Theater, die es in Europa gibt. Wir haben hier vorne rechts in der Nähe das älteste Gebäude mit Kreuzen, damit der Fassade ist der Sitz des Katholiken bis 2020 noch andauern. Über das Geld spricht da auch keiner.
Und für die ganzen Sanierungsmaßnahmen auf der Museumsinsel gibt es einen Masterplan des englischen Architekten David Chipperfield. Und nach diesem Plan werden die fünf Museen unterirdisch durch einen Panoramagang miteinander verbunden. Und ein neues zentrales Eingangsgebäude, eins für alle fünf Museen, hat auch schon begonnen zu bauen, den Simon-Bau. Kupferrad Nummer 2 ist genau die Adresse. Ich weiß ja nicht, ob ich das aus der Heimatsituation überhaupt sagen darf. Ja, wir haben gleich am Anfang das Bode-Museum, das ist das größte der fünf Museen. Das ist schon saniert worden. Und das ist auch ein Ziel für eine Numismatiker, gibt es ein großes Münzkabinett. Proche du centre-ville Est. De là, on va, mon groupe ensemble, aller dans la station RER où il y a un grand plan de Berlin et je peux vous orienter vers vos endroits d'intérêt. Si jamais il y a un très large groupe, un grand groupe qui veut par exemple aller à l'îlot des musées où nous sommes maintenant, à notre droite, c'est 5 musées en total, je vais en parler plus tard. Je peux aussi vous amener puisque mon prochain groupe c'est jusqu'à 15h donc j'ai un peu de temps après. Ok? Ja, die rechte Rückseite des Jüngsten, wo berühmt ist, der 5. Museum, das Karaman-Museum, 1930 eröffnet worden. Das werden wir machen, denn dann wird das Karaman-Museum Step by Step bis 2019 saniert. Und als erstes wird der Karaman-Altar-Bereich saniert und dann geschlossen. Hinter den Kolonnaden haben wir dann hier. Über dem Eingang der alten Nationalgalerie der Thron der preußische König Friedrich Wilhelm IV. Auf seinem Pferd. Der würde gerne als der Romantiker der preußischen Linie bezeichnet.